So, wahrscheinlich kommen wir wieder irgendwelchen Wölfen über den Weg. Scheiß Wölfe. Dring. Alternativ könnte auch einfach an dem Schwierigkeitsgrad schwer liegen, dass die nicht sofort umkippen. Nicht mit einem Schuss tot sind. So, Alternatividee. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Irgendwofür muss es ja den Schwierigkeitsgrad schwer geben. Oder irgendwie muss der sich ja auswirken. Nicht nur in dem gemachten Schaden. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische. Elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ene mene mai, komm her, Beikartoffelbrei. Lass uns weitergehen, okay? Wow. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können Ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Sei da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Kann jemand Russisch? Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начну засухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Muss man kein Genie für sein, um zu wissen, was der wollte. Dafür muss man kein Genie sein. Hey, bring den Mann raus! Ruhig bleiben! Bin schon dabei! Aus! Ich finde sie nicht! Sie ist weg! Dann such weiter! Ja. Oh Gott! Ja. Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Hey, das Mädchen fehlt! Ja. In den Hals.
Da krieg ich meinen Hals bei. Ha. Hey, das Mädchen fehlt! Halt auf! Ja, okay. Da! Ja, das kann ja keiner riechen. Das kann man ja nun weiß Gott nicht riechen. Hey, das Mädchen fehlt! Haltet Ausschau nach ihr! Ja, okay. Was siehst du? Nichts. Hier ist alles klar. Guck weiter den Berg raus. Geht doch. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех Das wirkt sich der erhöhte Schwierigkeitsgrad auch auf die Quicktime-Events aus. Oder bin ich einfach nur so gottverdammt schlecht in den Dingern? In den Sack geschossen. In your face, bitch. Ich will ja nicht sagen, dass er es verdient hat, aber der hat es verdient. Und womit? Mit Recht. Vor allen Dingen brauchst du ein Bad, liebe Lara. Also jetzt kein Bad, sondern ein Bad. Kann ich da nicht rein? Verdammt. Ja super, keine Munition. Weder auf dem einen noch auf dem anderen. Und ich habe da so viele Pfeile eingesammelt gehabt. Naja. Die Pfeile reichen eine Weile. Eine kurze. Manche Pfeile sind von kurzer Weile. Ach verdammt, das ist. Das mit dem Reimen muss ich noch üben. Ja. Super. Zieh eine leere Knarre, Lara. Gute Idee. Wow! Da ist noch eine! Die ist dahinter! Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist! Du hast keinen Ausweg! Um tote Gegner zu plündern. Nice. Was habe ich hier für eine Munition? 37 und hier 8. Okay. Ich glaube, bleib erstmal auf. Okay. Ja,
Das war die F-Taste. Manchmal weiß man einfach, welche Taste man drücken muss. Durchsuchen, yay. Aufgeladener Schuss. Ja. Puh. Als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich da runtergefallen. So. Der Pistole wahrscheinlich einen größeren Schaden anrichtet. Habe ich jetzt erstmal den ersten mit dem Pfeil und den zweiten nur mit Pistole gemacht. Mein dauert ja auch ein Weilchen, bis der Pfeil aufgeladen ist, sagen wir es mal so. Hier ist für eine bessere Idee. Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ich schaue mich erstmal schaue ich mich hier ein bisschen um. Einfach nur, weil wieso nicht, weißt du? Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Was ist das hier? Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Habe ich im Übrigen
dieses Tagebuch beim ersten Mal nicht gefunden. Diese kleine Höhle hier. Ist ja es. Zahlt sich doch aus, auch mal einfach mal ein bisschen die Augen aufzuhalten. Jetzt habe ich hier beispielsweise Feuer. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Feuer irgendwas anfangen kann hier. So viel dazu, aber hier ja gut, okay. Ich muss diesen Wasserfall irgendwie stoppen. Oder ich brauche irgendwie eine selbstentzündende Fackel oder Brandpfeile. Na, ist jetzt auch egal. Ganz so wichtig ist es dann doch nicht. Ich krieg die Fackel zwar an, aber ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich muss jetzt nicht stundenlang rumeiern. Nur für ein bisschen. Wow. Wow. Wo zum Teufel war der? Oh. Ja. Das ist schwerer. Die machen wesentlich mehr Schaden. Komm. Ja, das war jetzt Glück, dass ich das nur ausgegangen ist. Habe ich mir im Übrigen auch keine Zeit gelassen beim ersten Mal. Diese Truhe habe ich auch nicht gesehen. Hier wusste ich auch nicht, dass es sie gibt. Ja, ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr das Spiel würdigen. Ich bin einfach nur straight durchgerannt. Wisst ihr?
war in dieser einen Höhle so eine Glasdingens drin? Na egal. Er starrt erstmal die Wand an, warum denn nicht? Hasta la vista, Babies. Nachdem wir so hier abgespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Bis in die Hölle. Wieder einen Keks im Mund gehabt, Entschuldigung. Man darf auch mal einen Keks essen. Ja, super, so viel dazu. Ich schaffe das. Lara, du schaffst alles, Lara. Kleine Lara, gute Lara, 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 Lara. Ob es irgendwelche Eltern gibt, die ihre Kinder nach Lara Croft benannt haben? Also Lara, Lara. Also den Vornamen, Lara. Weißt du? Irgendwelche Gamer-Eltern. Es gibt genug Gamer-Eltern. Ich komme, Roth! Ja, was für ein Bein. Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Komm. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. I
Na, was wohl? Erstmal ein Bier trinken gehen. Das Rudel ist irgendwo da oben. Ich hasse diese Dinger. So. Nein, keine Fähigkeitspunkte. Kein gar nichts. Von da komme ich. So, hier war ein Wolf, den ich aufgeschlitzt habe. Hier Schauen wir uns einfach mal hier ein bisschen um. Warum denn nicht? Ja, irgendwo, wo ich Feuer anmachen kann. Da vorne ist eine Laterne. Nice. Ich habe da vorne nämlich etwas gesehen. Das Hängeding. Ach Gott. Drück immer falsche Taste. Das, obwohl ich schon mal durchgespielt habe. Das ist echt unglaublich. Glaublich. Haut. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier sonst noch? Nop, nop, nop. Also weiter. Schick, 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 schick. Naja, es ist zumindest auf der Insel hier. Halt die Klappe, du dummer Wolf. Keiner mag dich, Wolf. Du hast keine Freunde. Du hast genauso viele Freunde wie Corsorix. Hicks, Hicks. Wer ihn kennt. Wer ihn kennt, der liebt ihn. Wer ihn liebt, der kennt ihn. Nicht. So. Nö. Sekunde, die Dunde, Eunde, Wunde.